Hallo YouTube, in diesem Video möchte ich euch einmal kurz erklären und dann auch zeigen, wie ich mit Hulk die Threat-Raum-Herausforderung absolviert und auch positiv abgeschlossen habe. Zunächst einmal gehen wir die Karten durch und dann springen wir ins Replay. Wir haben hier oben den Smashen, davon habe ich zwei Stück mit aufgenommen. Schaden wird dann später auch höher, wenn wir mehr Zorn haben, und das Schöne ist, damit können wir Gegner betäuben. Gerade am Ende einer Runde können wir das auf die dicksten Gegner draufpacken. Die werden euch dann, wenn ihr den Zug beendet, nicht angreifen. Wenn ihr also Glück habt und diese Karte immer wieder aufs Neue kommt, könnt ihr quasi die Gegner durchbetäuben, den Zug beenden, wenn ihr nicht genug Heldenmut oder die passenden Karten habt. Wirklich wunderbar, die Karte. Dann habe ich immer wütend genommen, weil wir hier einen sehr heldenmutintensiven Build haben. Ich brauchte auf jeden Fall Karten, die Heldenmut regenerieren, dafür immer wütend, und auch zorniges Gebrüll habe ich ebenfalls mit aufgenommen. Amok, eine meiner Lieblingskarten, weil wir mit drei Heldenmut dreimal angreifen können. Basisschaden von 107 ist vielleicht ein bisschen schwach, wird dann aber auch mit mehr Zorn höher. Ihr könnt damit aber auch, wenn ihr einen Gegner komplett durchgehend angreift, dreimal, bekommt ihr auch noch einen Heldenmut zurück. Heftiger Schlag habe ich zusätzlich mit drin, weil ich auch bei Hulk nicht ganz so viele Karten hatte. Deswegen habe ich sie mit reingenommen, habe ich sehr selten verwendet. Wir haben hier aber auch nochmal sehr hohen Basisschaden, ein kraftvolles Zurückwerfen. Und wenn das Ziel betäubt ist, quasi ihr vorher einen Smasher drauf macht, bekommt ihr nochmal zusätzlich 268 Schaden. Damit kriegt ihr auch die über 400 HP-Dudes auf jeden Fall weg. Ist aber sehr heldenmutintensiv. Donnerschlag habe ich mit aufgenommen, in der Hoffnung, die Gegner geschickt durch die Gegend zu kicken. 4 Heldenmut mit Aufwertung 44 Damage. Ohne Aufwertung hat er das nicht. Wirft die Gegner zurück, betäubt sie. Aber habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht eingesetzt. Hingegen eingesetzt habe ich seismischer Schmetterschlag. Sehr cooles Ding. Wir haben damit einen Radius. Und in diesem Radius fügen wir jedem Gegner Schaden zu. Leider 4 Heldenmut, aber in dem Radius, wo ihr den Damage macht, macht ihr wirklich sehr viel Schaden. Solltet dann natürlich auch immer ein Gegner platt machen und dann bekommt ihr euren Zug zurück. Dadurch, dass das hier sehr Heldenmut intensiv ist, habe ich mir auch bei den Kampfgegenständen zwei Items mitgenommen, um Heldenmut zu regenerieren. Einmal das Serum und einmal Flat 2 Heldenmut war das, glaube ich. Zusätzlich auch nochmal eine Karte, um 4 Karten kostenlos nachzuziehen. Denn hier war ich auch ein bisschen aufs Glück angewiesen. Aber nichtsdestotrotz hat alles wunderbar mit Hulk funktioniert. Und ihr könnt euch jetzt einmal in aller Ruhe das Replay dazu anschauen. Alle gehen auf Hulk los! Versuchen zu kämpfen. Besser nicht mit Hulk kämpfen. Keine Chance gegen Hulk.
sanft. Große Hilfe für Hulk! Das tut dir weh! Nicht nochmal versuchen! Zerschmettert! Hulk hat einen! Verlierst! Näher kommen! Das wird nicht helfen!
aufgeben. Davon. Alle wollen mit Hulk kämpfen. Warum versuchen zu kämpfen? Hulk war sanft. Nicht nochmal versuchen! Hulk hat einen! Chance gegen Hulk! Hier kommt Hulk! Besser nicht mit Hulk kämpfen!